So, und hallo und willkommen zurück. Es geht direkt weiter mit Raiders, dem Zauberer hier bei uns auf. Ich muss gucken, Stufe 5. Ja, es ist Halbzeit, ihr guckt richtig. Ich habe ja gesagt, ich werde mal die ersten 10 Level mal anreißen von jeder Klasse, um mal zu schauen, welche mir am besten gefällt. Um dann natürlich, ja, eventuell nochmal weiter zu zocken. Ich muss mal sehen. Bisher bin ich echt positiv überrascht vom Spiel, muss ich mal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie völlig daneben ist. Nö, gar nicht. Im Gegenteil, das ist echt schon für ein Free-to-Play sehr schön zu spielen. Man muss nur sehen, wie es jetzt so im späteren Verlauf sich darstellt, das Spiel hier. Gut, das kann man jetzt noch nicht sagen, halt. Gut, wir haben eben gerade einen Levelaufstieg gehabt. Wir wollen natürlich jetzt auch mal hier unsere nächsten Punkte noch vergeben. Ich nehme nochmal diesen. Ja, genau, den nehme ich noch. Ich habe jetzt meinen dritten Spell hier. Was ist das jetzt hier? Das ist Erwachen. Du kannst diese Fertigkeit nicht verwenden. Ich kann diese Fertigkeit nicht verwenden. Warum nicht, Madame? Was ist denn das? Erwachen kann eingesetzt werden, wenn die Effekte Eis und Feuermagie erworben wurden. Der Fokus Erwachen erhöht die Zaubergeschwindigkeit 10 Sekunden lang um 10. Was? 10 Sekunden um 10 Sekunden erhöht? Hä, was? Der Fokus Erwachen erhöht die Zaubergeschwindigkeit 10 Sekunden lang um 10 Sekunden erhöht. Ja gut, erhöht ihn halt. 10 Sekunden, ja gut. Ja, wollen wir sehen. Also wir müssen jetzt hier beide Buffs haben von uns halt und dann wird das wohl ausgelöst, gehen wir von aus. Ja, dann können wir es auslösen, so rum, ja. Alright, so, jetzt sind wir beim Schmied. Der hat nochmal was für uns. Ich möchte mir aber erstmal eine Waffe herstellen lassen, und zwar hier einen schönen großen Stab, den neuen. Genau, was kostet das? Ja, haben wir sogar alles. Das ist doch super. Wir haben Runen Natur, wir müssen Mysteriösen Sand. Und es scheint echt so den Eindruck zu machen, als ob man hier nicht selber craften muss, beziehungsweise selbst sich die Berufe aneignen muss. Scheiße, ich kann es noch nicht craften, weil mir fehlt Ulmholz. Verdammt. Gut, wie sieht es bei den anderen Sachen aus? Kupfererz kann ich herstellen. Das ist hier so ein... Genau, ein Schild. Kann ich das überhaupt tragen? Moment. Ja, kann ich. Auf jeden Fall. Das ist ja logisch, klar. Gut, stellen wir gleich mal her das Ganze. Jupp. Da haben wir aktuell noch ein bisschen genug von. Ich frage mich, ob das nützlich ist. Und das Schwert hier. Ja, lassen wir uns auch nochmal herstellen. Den Stab, wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen Ulmholz gleich uns besorgen. Das machen wir aber auch gleich mal im Anschluss. Wir müssen hier noch ein paar Mobs am Strand wegklatschen. Gut, gucken wir uns das mal eben an. Inventarmäßig, das ist ja das Schwert. Ja, möchte ich haben. Und das Ding auch. Gucken wir uns dann gleich mal an, wie das hier... Oh, ein schönes Ding. Ja, doch, gefällt mir sehr. Sieht gut aus. Glänzt sogar in der Sonne hier. Nice. Und der Schild. Oh, gefällt mir auch, Mensch. Wer hätte das gedacht? Muss nur diesen Holzknüppel, den Prügel hier loswerden, weil der ist nicht wirklich schön. Aber das werden wir gleich bestimmt schaffen, denke ich. Gut, der Schmied. Ich werde gerade schon los. Wir hatten noch eine Quest, das sehe ich ja hier. Bruchmastküste. Gucken wir uns mal an. Schmidlock ist mal beschäftigt durch den Kriecher, den Modus angereicherten Schaden zu beheben. Er macht sich Sorgen um seine Kollegen, die im Wald des Ostens Holz für die Schnittreparaturen sammeln wollen und noch nicht zurück sind. Durch diese Wald des Ostens findet er aus, aber noch nicht zurück sind und sammelt auf dem Weg zu geschnittenes Holz. Gut, also machen wir. Wo ist das? Das ist ganz hier hinten. Ganz okay, gut. Wir haben mal hinten noch bei ihm. Hab doch hier noch was gesehen. Ne, das war der Schmied, ne? Das war der einzige. Genau. Gut, gucken wir mal, was er hier kann. Er kann gar nichts. Ich will aber eins seiner Mounts haben. Die sieht auch nice aus. Jetzt ein bisschen an so ein Kodo, ne, oder? Na, cool, auf jeden Fall. Gut, wie dem auch sei, wir müssen noch ein bisschen weiter questen und sind aber auf einem guten Weg, denke ich mal. Oh, was ist denn hier rum? Auslösen, ob das jetzt gut ist. Ach ja, die brauchen wir. Haha. Da brauchen wir insgesamt 8 von. Das sind diese Kanonenkugeln. Gut, da finden wir vielleicht gleich noch weitere auf dem Weg. So hoffe ich es zumindest.
Diese Bäume sind friedlicher Natur oder müssen wir die auch grinden hier, beziehungsweise... Oh, das sind die Bäume. Ah, das sind sie. Ich muss sie töten. Oh, das ist immer so leid. Du kannst diese Waffe nicht verwenden. Oh, ja, komm. Mach ihn. Gib ihm. Ich muss mal Waffe wechseln hier, komm. Ich muss mal ein neues Schild jetzt machen. Eieiei. Oh, der haut gut zu. Da muss ich mal mehr ausweichen, was da ist. Haha, nice, ey, es macht Spaß, echt, das Kampfsystem finde ich gut. Vor allem dieser Mix aus, ja, doch Melee irgendwo, ja, und... Oh, ich wollte gerade ausweichen, scheiße. Bitte warte noch kurz, bis du diese Fertigkeit verwendest. Ja, da fällt oben der Baum. So, grober Stoff, grobes Leder. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall noch dieses Ulmenholz. Habe ich bekommen. Einen sehe ich da oben gerade. Genau. Und das ist jetzt das Questholz. Das brauchen wir natürlich auch. Nach hinten kann ich... Doch, ich springe auch nach hinten her. So, das ist auch nice. Na komm. Ach doch, hat er mich erwischt. Ja, auch nice. W und umschießen schießen hier, also schlagen ist... Oh, du hast zu wenig Ausdauer in diesem Fall. Nach vorne springen und ein bisschen... Oh, ja, ich wollte doch noch seitlich. Komm, hätte er machen müssen. Nein, du, ich sterbe nicht gegen den Baum. Und ein Todesstoß, da fällt er um. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwas trinke hier raus, weil HP reckt nicht so schnell. Und das ist aber auch vernünftig so. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was bitte sind denn hier? Gut, der Trank, der gibt mir hier sofort F1, okay, nice. Ups, Entschuldigung. Und ich habe doch hier auch noch eben irgendwas gehabt. Gut, das Futter auch mir eben rein. Ich hoffe mal, ne, das ist echt nur Buff-Food, das pusht noch nicht mal das Leben. Ne, es sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas habe, was beim Futtern mir HP wieder gibt, ne? Nö, irgendwie nicht. Wafu, das noch hier. Ach doch, der Fisch hier. Ah, hier ist es doch. HP, LP. Stellt in 10 Sekunden 180 LP wieder her. Ich gehe mal davon aus, dass LP jetzt HP gemeint ist. Ja, ist auch so. Mhm. Genau, also der gute Fisch hier. Einem Lebenssaft zurück. Hier vorne liegt noch wieder was und der nächste... Ah, wird mir weggeklaut, oder? Hm, ja, das scheint so genau. Andere Spieler nimmt bereits die Beute auf, steht da. Gut, das ist auch nicht weiter schlimm. Noch raste ich nicht aus. Was haben wir da noch? Gut, die mache ich nachher mal. Ich will erstmal noch ein paar Bäume wegmachen. Bitte warte noch kurz, bis du diese Fähigkeit verwendest. Okay, noch zwei weg jetzt. Ah, ist auch rot umrandet. Gehen wir so. Und er muss weg. Und er kriegt jetzt hier. Damn. Und weg. Und Feuer daher. Und zur Seite springen. Und nach vorne. Bam, bam, bam. Ach, guck mal. SP ist meine Ausdauer, ja? Gut. Das ist auch drauf achten. Du musst also auf Mana achten, auf Life. Darauf, dass der Baum mich nicht killt und auf die Ausdauer da oben. Das ist gelbe hier. Jetzt habe ich es auch durchschaut. Okay, nice. So, wir brauchen noch einmal zugeschnittenes Holz. Und da ist unser Spender. Unser laufender Holzspender. Jawoll. Erstmal weg. Ja, nicht mit mir. Da muss ich weg. Und okay. Geben. Ah, da habe ich aber. Und noch mal hinterher. Komm, schieß ihn. Schlagen. Ich muss irgendwas ausgewichen und rangestürmt. 45er Crit und da fällt er um. Und jawohl. Gut, die Quest ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die Echsenmenschen hinten angreifen. Die habe ich am Strand schon gesehen. Da müssen wir 6 von töten und kurz mal das Schwert bestaunen, weil das sieht echt nicht so schlecht aus, finde ich hier. Also das ist jetzt nicht wirklich so Asia Grinder-mäßig Style. Böse Zungen behaupten das ja.
Truppen, die wir. Oh, in Range. Kann man auch den. Ah! Ausweichen! Okay. Man kann, ach, wenn man da richtig aufpasst. Ja, nicht so doof, wie ich das mache. Ah, hier, man kann schön den Pfeil ausweichen. Nice. Oder natürlich auch blocken, ne? Guck mal. Gut, jetzt packt er nur ein bisschen, wenn ich mich jetzt treffen lasse. Ja, haut natürlich ordentlich rein, ne? So. Nicht im Sinne des Erfinders denke ich, dass der hier alles blocken soll. Komm mal weg. Und weggestochen. Jawohl. Gut, die müssen wir einfach nur töten. Wir droppen natürlich noch ein bisschen Crap-Leder hier. Ach, voll daneben. Bitte warte noch kurz, bis du die Fertigkeit verwendest. So, da ist er down. Echsenmenschen, ja, die sind das doch hier, ne? Genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil da noch andere mit diesen mächtigen Murlocs rumrennen. Da hab ich so ein bisschen verwirrt gerade. Und da ist er down, wunderbar. Bitte warte noch kurz, bis du diese verwendest. Schön und Grillränger auch hier mit 67. 75! Jetzt ist er aber fast schon immer hier, der Gute. Was geht da rum? Was war das eben? Spur der Echse, 8 Sekunden. Ich habe irgendwie einen Buff bekommen. Der lag hier so rum, sah sogar aus. Ja, doch, ich denke schon. So, wir müssen noch Kanonenkugeln sammeln und zwei von diesen Echsenmenschen killen. Machen wir doch. Und. Jawoll. Buff, was bringt das? Wir mal kurz mal anschauen. Du kannst die Stärke des Action-Menschen spüren. Jo, okay. Ich habe nur noch 85 HP, ey. Was sagt mir keiner? Oh nein, 60 HP, komm. Ja, geh drauf. Oder 16 HP, ich bin tot, ey. Nein, aber... Ich habe einen super Talisman und den will ich jetzt auch. So, HP ist zu 60% wieder da, wie es aussieht. Nein, den wollte ich gar nicht töten hier. Arrgh. 55er Crit. Also mit dem Schwert mache ich schon fast fettere Crits als mit dem Zauber. Gut, ich muss jetzt, denke ich mal, auch hier noch ein bisschen diese Kraft skillen. Ich denke mal, dass dann auch das hier erst ein bisschen besser wird. So, und da ist der nächste, den wir jetzt nochmal. Und der letzte vor allen Dingen, genau, der letzte, den wir töten müssen. Dann geht's hier an diese Kanonenkugeln, die wir sammeln. So, abgeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, wo gibt's die Kanonenkugeln? Die sollen wohl auch hier irgendwo liegen. Die waren, aber als ich sie vorhin gesehen habe, sah ein Schiffsnähe. Gut, dann gehen wir gleich mal hin. Hier unten hatte ich ja von einer gefunden. Ich hoffe, dass hier noch. Ah, da unten ist auch noch eine, genau, wunderbar. Hier liegen noch ein paar mehr rum. Zumindest war das jetzt die eine, die jetzt respawned ist. Nur mal mit. Da brauchen wir noch 6.
Gut, also dieser Punktschlagverteidigung, der ist ja hier vorne direkt. Guck mal, das heißt, die liegen ja auch direkt rum schon. Ja, da ist doch die nächste. Oh, hier jede Menge sogar. Komm, die nehmen wir mit. Jetzt hier im Boot liegt doch schon die nächste, noch zwei und wo sind noch welche denn? Sind zwei und dann war es das auch schon. Ja, super. Das ist ja das, was ich von meinte. Das ist nicht so unendlich viel. Es ist einfach nur so ein bisschen zu sammeln und dann passt das. Ich erinnere mich da echt an böse Tage aus WoW oder auch, ich weiß gar nicht, SW-Tor-Zeiten zum Beispiel, wo man erstens ellenlange Wege hatte, ja, das ist hier bisher auch noch nicht der Fall gewesen. Und wo man zweitens richtig, richtig viel sammeln musste. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Gut, ja, die können wir abgeben. Auf geht's. Es gibt XP, wohl noch kein Level-Up, aber immerhin schon ein bisschen was. Und wir werden uns gleich einen neuen Stab machen lassen, wo wir schon mal hier sind. Was möchtest du denn? Ich möchte den Stab des Admirals. Den können wir uns jetzt auf jeden Fall leisten. Gucken wir uns nochmal an, wie er aussieht. Joa, schönes Ding. Den nehmen wir mit. Kohlemäßig passt das auch. Im 21, jetzt noch 20 Silber und 23 Bronze. Das ist hier echt nice. Aber was jetzt mal gucken will, ist, kann man das? Ne, kann man nicht verkaufen, ne? Was habe ich hier denn jetzt bitte für eine Wummel? Das ist ja mal auch heftig, ey. Oh, so ein ganz böses Schlagteil, ey. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Ich dachte eigentlich, man kann das beim Verkäufer direkt verkaufen. Gut, ich will natürlich das Schwert des Admirals haben und auch den Schild des Admirals. Das fand ich bisher am besten so. Genau. Und ich kann hier noch als Standardwaffe meinen Stab noch einsetzen, habe den jetzt auch nochmal hinzugefügt. Der hat nämlich auch gute Stats. Der hat sogar einen Juwelensteckplatz. Das ist ja sehr geil, weil dann kann ich jetzt nämlich meinen, wie geht das hier, warte mal, meinen Juwel da reinpacken. Kann man richtig, haben wir auch Plätze? Nee, die noch nicht. Die haben noch keinen Juwelenplatz. Aber mein toller Stab hat einen. Und das wäre ich natürlich, guck mal, das Schwert auch sogar noch. Schild auch noch, wow. Ja, cool. Kann ich da auf jeden Fall schon mal meinen Kristall einsetzen. Kann den Doppelklick machen und den dann hier drauf fügen. Was ist das denn? Anwenden. Verzauberung läuft. Gut, ich habe diesen... Was ist das hier? Material zur Juwelenverzauberung in der Stärke 1. Da brauchen wir also immer so ein bisschen matt, um das hier zu machen. Also man braucht keinen... Ja, ne, gut, das ist doch super. Jo. Und dann gehen wir hier drüben noch die Quest ab. Mit unserem tollen Start natürlich jetzt, den ich auch ganz toll finde. Ich habe auf dich gewartet. Genau, 1000 XP nochmal. Das ist jetzt 50% vom Level schon wieder. Oh, du hast es tatsächlich. Und hier geschafft? Haben wir noch zwei, die wir abschließen können. Die bringen auch nochmal ordentlich. Nochmal 1000. Sei bereit für die Legende. 11% dazu. Als ich erwartet hatte. Und nochmal 1000, macht also nochmal 11. Macht mit 72% sind wir schon. Hinten können wir was Neues annehmen. Beim Schmied wieder mal. Jupp. Kannst du mir helfen? Legendäre Waffe? Wie bitte? Also Schmidlock hat Angst, es könne am Ende gar keine Waffe geben, mit der man die Kriecher besiegen kann. Und jetzt ein kleines, ja, telefonbedingtes Päuschen. Bis gleich.